Meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Teil der langen polnischen Nächte und Messer. Und Darek, lass uns erstmal einfach na zdrowie sagen. Ja. Sehr verehrter Herr Hahn, die Vertreterin der polnischen Nation ist nicht mehr da. Wir dürfen trinken. Eure Gesundheit. Ale dobra wódka dzisiaj. Bardzo dobra wódka. Bardzo dobry wieczór. Miłe spotkanie. Aber jetzt wechseln wir ins Deutsche. Zumal wir heute Abend auch das besondere Glück haben, wie bei Leszek Szaruga, dass wir einen bilingualen Menschen haben, der tatsächlich nicht nur zwei Sprachen spricht, sondern auch in zwei Sprachen schreibt. Das ist einmalig in Europa. Und jetzt kommen Sie bitte mir nicht schon wieder mit Beckett und Nabokov, da werde ich wahnsinnig. Und zwar richtig wahnsinnig. Das sind olle Kamele, zumal Nabokov humanistisch höher steht als Beckett. Und wir sprechen nicht über die Literatur, sondern über die Philosophie. Jetzt wechseln wir sofort zu Dariusz Musza. Und Sie erinnern sich an den Anfang dieses Abends. Ich las ein Fragment aus dem wunderbaren Gedicht von Zbigniew Herbert, von Tybras Klage. Das wichtigste Gedicht des 20. Jahrhunderts schreibt nicht Miłosz mit Campio di Fiori, sondern sein Pando, Zbigniew Herbert. Das aus meinem Munde, eines Miłoszologen, meine Herren. Und das zweite Gedicht. Ja, jetzt kommt die Feinheit des Ganzen. Und das zweite, was ich gelesen habe, ein Gegenpol zu Szymborska. Szymborska hat auch ein wunderbares Gedicht und vor allem ein Gedichtband im Zusammenhang mit Yeti geschrieben. Und Dariusz Musza hat sozusagen dieses Thema auf seine Art und Weise paraphrasiert. Ich habe nicht umsonst diese beiden Dichter gewählt als Motti, denn Dariusz Musza ist meiner Meinung nach derjenige, der von Herbert kommt, mit seinen Porträts, die wir heute hören werden. Und vor allen Dingen auch als ein Fresser, Zerstörer der polnischen Literatur. Jemand, der wirklich alles zerstört und nicht so wie Gombrowicz, Ferdydurke, sozusagen Transatlantik, sondern jemand, der respektiert, davon zehrt, aber auch richtig zerstört. Das ist einmalig, das gibt es nicht einmal in der deutschsprachigen Literatur, vor allem in Österreich, und über die autodestruktiven Momente im österreichischen wissen ja wir so vieles. Warum ich das erwähne? Wir haben heute Abend zwei Dichter über Manfred Mack, jetzt eine kleine Lehrstunde für dich, die auch ehemalige Dissidenten sind, lieber Manfred. Wir müssen das zur Sprache bringen. Wir müssen das deshalb zur Sprache bringen, weil die 70er und 80er Jahre bei Leszek 68 und 70er Jahre und bei Darek die 80er Jahre, Darek ist ja Jahrgang 59, Szaruga ist 46 wie meine Mutter, deshalb sage ich manchmal zu Leszek Mami. Zu Darek darf ich das gar nicht sagen, zu Darek darf ich nicht einmal Onkel sagen, Darek ist wie ein Bruder, sprich Dariusz Musza, uns trennen lediglich 9 Jahre. Aber ich habe nicht das durchgemacht, was die beiden durchgemacht haben. Ich war 16, 85. Darek hat in Poznań studiert. Und zwar nicht irgendwie Kunstpädagogik oder Mathematik, also etwas sehr Abgefahrenes, oder Informatik in Danzig oder sowas. Er wollte Rechtsanwalt werden. Wenn man in Polen Rechtsanwalt werden wollte in den 80er Jahren, dann war das verdammte Scheiße nicht so einfach, wenn man gleichzeitig auch seit 1980, lieber Dariusz, publizierte. 1980 erscheint die erste Erzählung von Dariusz Musza, eine Short Story. Er wollte im Prinzip Jack London werden, wusste gar nicht, dass es so einfach ist, in Polen Gedichte zu publizieren. Es ist ein Land der Gedichte, als er das erkannte, kamen dann auch wunderbare Gedichte. Und Sie haben heute Abend mit einem Autoren zu tun, der in den 80er Jahren, und ich war in den 80er Jahren trotz meiner jungen Jahre sehr bewandert und sehr
sozusagen bewusst habe ich diese Jahre erlebt und kannte jede Literaturzeitschrift, viele Autoren. Verdammte Scheiße, es gibt nur wenige Autoren, die so viele Literaturpreise bekommen haben. Umsonst bis 89 wie Dariusz Muszar. Sie können ins Internet gehen, Sie können in die Bibliothek gehen, Sie finden überall Dariusz Muszar. Man fragt sich, warum gab es erst so spät, 87, ein Buch von Dariusz Muszar? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Dariusz Muszar schrieb über neue Themen in den 80er Jahren und verstand Zbigniew Herbert anders und schrieb plötzlich Gedichte, zum Beispiel über Juden. Ein Thema, das erst nach 89 richtig historisch, kulturgeschichtlich in Polen verarbeitet werden konnte, sodass man wusste plötzlich, wo in Breslau oder in meiner Heimatstadt Bartoszyce eine Synagoge stand. Dariusz Muszar schreibt darüber Gedichte schon in den 80er Jahren. Wer wollte denn damals solche Gedichte drucken, obwohl sie preisgekrönt wurden? Nur wenige. Sie sehen auch, dass ich ganz anders die Biografie von Dariusz Muszar erzähle und Sie merken, dass ich mit Dariusz Muszar befreundet bin. Bin ich, aber das ist heute Abend kein Nepotismus, sondern vor allen Dingen eine große Lehrstunde in der Literatur und Politik, indem wir diesen Autoren heute Abend zu Gast haben, denn viel zu leicht vergessen wir, was Geschichte ist. Nun hat dieser Dariusz Muszar fast 20 Bücher veröffentlicht und nach seinem Rechtsanwaltsstudium hatte er das Problem, dass er nicht nur akzeptiert worden ist von seinen Kollegen, die mit ihm zusammen studiert haben und heute an wichtigen Stellen Rechtsanwälte, Staatsanwälte sind. Dariusz Muszar hat etwas gemacht, was man nur in der Jugend macht. In der Jugend macht man Dummheiten. Dariusz Muszar hat an dem ersten großen Streik 1981 im Frühjahr in Poznań an der Universität, Adam Mickiewicz-Universität, teilgenommen und schrieb damals auch Gedichte, die erst in diesem Jahr in einer kleinen Auflage in Toronto in Kanada rausgekommen sind. Das Büchlein hat er zufälligerweise mit. Ich wusste gar nicht, dass dein Ego dir auch wichtig ist. Ich kenne nur wenige Autoren außer Siegfried Lenz und Dariusz Muszar. Nicht außer, sondern eben mit ihm begriffen Dariusz Muszar und Siegfried Lenz, die so bescheiden sind. Leszek Szaluga, wo bist du? Du bist der Unbescheidenste, aber wir lieben dich. Insofern gehört auch... Nein, wir sprechen darüber. Jedenfalls ist Dariusz Muszar auch derjenige... Ein unbekannter Jäger. Ah ja, danke. Jedenfalls, um die Biografie abzuschließen und zu den Fragen zu kommen, passiert in Dariusz Muszars Leben etwas, was symptomatisch ist auch, und zwar für die zweite Hälfte der 80er Jahre. Man könnte meinen, dass mit Solidarność zwischen 80 bis 85 alles erledigt worden sei. Im Prinzip, juristisch endet das Kriegsrecht im Sommer 83. Und dann hat man zwei Dinge nicht gewusst. Erstens, dass sich Repressalien wiederholen werden und zweitens, dass das Jahr 89 kommt. Das hat man nicht gewusst. Das kann ich nämlich historisch de facto so erzählen. Wir haben das nicht gewusst und es ist kein Wunder, dass 1988 Dariusz Muszar aus Polen weggeht, weil er in Polen absolut keine Arbeit mehr finden konnte, obwohl er Jacek Braciak, einen berühmten Schauspieler mittlerweile in Polen, der in einem wunderbaren Film mitgespielt hat, Eddie, obwohl er so viele Leute gefördert hat, vor allem junge Leute, das ist die positive Seite. Und jetzt lassen Sie uns nicht über Ostdeutschland nachdenken, aber die positive Seite des polnischen Sozialismus ist auch diese enorme Arbeit, die geleistet worden ist von solchen Leuten wie Dariusz Muszar oder Leszek Szaluga oder anderen, die mit den jungen Leuten zusammengearbeitet haben und sie gefördert haben. Das hat Darek auch gemacht. Jetzt sprechen wir nicht über die Kartoffelmedaillen, die euch zustehen, aber man kann sagen, du bist
Die verehrte Frau Konsulin ist nicht mehr da. Du bist eigentlich vom Sozialismus richtig in den Arsch gefickt worden. Das muss man einfach sagen. Du willst das zwar nie zugeben, aber es ist einfach der Fall. Wir dürfen das nicht vergessen bei den beiden Autoren. Deshalb meinte ich, lieber Manfred Mack, Lehrstunde, wir haben auch zwei Dissidenten heute Abend. So, jetzt kommen wir zu den Fragen, damit endlich das Lesen kommen kann. Lieber Darush Musha, es gibt ein berühmtes Video, das gedreht worden ist 1985 in Paris, in den Räumen der Zeitschrift Cultura. Ich hoffe, dass Sie wissen, was das gewesen ist. Auf jeden Fall gab es eine Zeitschrift in Paris, gegründet von Jerzy Giedroyc, gegründet von Sofia Herz und geliebt von Czapski und von Miłosz und von anderen, bevor sie sich nach 89 und 2000 zerstritten haben. Und Jerzy Giedroyc, lieber Darek, hat Folgendes gesagt, 85. Er hat gesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass in Polen diese Revolution, die so gelobt werde, als eine friedliche Revolution, wirklich ohne Blutvergießen vergehen bzw. weiter sich entwickeln werde. Er sagte, das Blutvergießen sei eigentlich notwendig. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, zumal du diesen Gedichtband in Toronto dieses Jahr gemacht hast. Und dann fragte ich das dich schon mehrere Male in unseren Gesprächen, aber heute offiziell. Und du wirst mir vielleicht etwas anderes über diese Zeit antworten, und zwar die 80er Jahre. Was hältst du eigentlich von Giedroycs Aussage von diesen Jahren, die du so intensiv durchgemacht hast? Ja, zuerst wollte ich mich bedanken, dass ich eingeladen wurde. Das ist für mich eine große Ehre. Zum ersten Mal in meinem Leben, in meinem erwachsenen Leben, wurde ich von der Regierung, von der polnischen Regierung, also selbstverständlich von INIS, aber auch die polnische Regierung unterstützt das. Und das empfinde ich als Anerkennung. Ich schreibe schon seit 32 Jahren auf Polnisch, seit ungefähr 15 Jahren auf Deutsch. Und das ist für mich sehr schön, dass ich eben in Köln sein darf. Zuletzt, als ich hier war, da musste ich mit meinem Pass Visum nach Polen beantragen, und jetzt ist das anders. Also Dankeschön, besonderen Dank selbstverständlich an Ignis, weil das ist für mich noch größere Ehre als etwas für den polnischen Staat zu tun. Gut, die Frage war Giedroyc, der wollte ein paar Menschen abmurksen. Der hat sich das gewünscht. Naja, das ist nicht passiert, was wir wissen. Ein bisschen schade. Deswegen haben wir diesen Schlamassel jetzt. Nicht, dass ich mir wünsche, dass Menschen sich töten. Das wünsche ich mir nicht. Aber weil eben man das nicht gemacht hat, heute haben wir diese Probleme, die wir haben. Ich muss auch sagen, ich war nicht mehr dabei. 1989, als diese Revolution losging, war ich schon in Deutschland. Deswegen ist vielleicht diese Revolution so abgelaufen. Wunderbar. Also im Prinzip hoffe ich auch, dass Sie eines verstehen. Es gibt in Osteuropa ein großes Problem, das heißt Polen und der polnische Humor und Ironie. Aber de facto sprechen wir von dramatischen Sachen. Du warst nicht mehr da, mein Lieber, aber du hast sozusagen nach all den polnischen Gedichten und Romanen, die du geschrieben hast, hast du dann 89 auf Deutsch debütiert mit einem fantastischen Buch, obwohl du eigentlich gar kein Deutsch kannst, aber du hast es gemacht. Ja, er hat das gemacht. Ich meine, verehrtes Publikum, mit 29 Jahren kommt er nach Deutschland und lernt Deutsch und denkt sich, ich will ja nicht nur ein polnischer Autor sein, sondern ich möchte die Qualitäten der deutschsprachigen Integration ausnützen und den deutschen Schriftstellern die Arbeit wegnehmen. Das hat er gemacht.
und hat die Freiheit riecht nach Vanille und wenn Sie nach Hannover fahren, riechen Sie Vanille geschrieben und da ist die Gestalt von Naletnik. Und Naletnik ist ein perverser, furchtbarer Mensch, der mordet, aber er wird von Frauen nicht nur über 50 und über 40 und über 30, auch über 70 und 60 geliebt. Warum ist das so? Was ist das für eine Gestalt? Das ist für mein Ego. Also ich habe dieses Buch habe ich gemeint geschrieben, weil ich sauer war. Ich war sauer auf Polen selbstverständlich. Ich war damals sehr empfindlich noch, weil ich eben 8 Romane auf Polnisch geschrieben habe und ich weiß es nicht auch vielleicht 8 Gedichtbänder und keiner wollte das drucken. Das war diese Phase. Also ich habe schon Verträge vielleicht unterschrieben, aber dann ging das los und Polen war nicht mehr da. Also Volksrepublik Polen, meine Heimat, war nicht da. Und da dachte ich mir, naja, wenn die Polen so bockig sind und die meine Bücher nicht mögen und Spargel kann ich in Deutschland nicht sammeln, weil ich mich sozusagen von den Deutschen nicht beugen wollte. Da habe ich nachgedacht, in welchem Bereich habe ich die Möglichkeiten, um die Deutschen zu bescheißen. Also, schreiben, weil das kann ich. Und das kann doch nicht schwierig sein. Also, das sind nur Worte oder Wörter. Oder Werte. Aber das ist etwas ganz anderes. Und weil Deutsch eine einfache Sprache ist, das heißt, ich, da, besoffen. Na. Und das stimmt schon, was Arthur sagte. Also ich sprach kaum Deutsch, als ich dieses Buch schrieb. Aber ich las sehr viel Deutsch, weil ich redete mit einem Geborenen nicht. Die wollten mit mir nicht sprechen. Und ich habe dieses Buch in 6 Monaten geschrieben und an 50 Verlage geschickt. Und die haben sich wie Polen benommen. Also nur teilweise, weil die Polen, die beantworten meine Briefe nie. Und die deutschen Verlage, die sind so zivilisiert, dass sie so etwas wie Formbrief erfunden haben. Weil die Mitarbeiter, die können sehr gut mit Word oder Office umgehen. Und die Polen, die schaffen das noch nicht, weil die sind noch nicht nicht so weit. Jedenfalls ist es so passiert, dass der 51. Verlag, hieß A1 Verlag aus München, hat mich angerufen und gefragt, der Mann hat mich gefragt, ist Ihr Buch noch frei? Ich habe nicht verstanden, was das so richtig bedeutet. Ich wollte mich entkleiden, aber das war nicht, noch Skype gab es nicht, also das war Blödsinn. Und ich sagte, ja. Und die haben dieses Buch publiziert und in Norddeutschland waren die Deutschen so versessen auf dieses Buch und das ist auch ein Ausdruck von einer Bescheuertheit, die haben das als Buch des Jahres gewählt und einen Preis mir gegeben. Ja, und danke sehr, dass Sie geklatscht haben. Und so ist das Ganze entstanden und ich wollte keine Bücher mehr schreiben. Aber die Deutschen wollten, dass ich diese Spargelacker weiter bestelle. Und da habe ich die nächsten Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Neben den polnischen, man muss das wirklich noch einmal betonen, wenn du zu Ende gesprochen hast, natürlich, ich achte heute darauf, dass ich kein Ego habe und kein Schriftsteller bin, sondern Moderator. Du und kein Ego. Ja. Du hast recht, aber... Meine Psychose steht heute nicht zur Debatte. Jedenfalls kam es dann alles anders, sozusagen wie das in einem guten Märchen. Du hast dann viele Bücher auf Deutsch geschrieben und auf Polnisch und sie sind im Prinzip mit kleinen oder großen Schwierigkeiten erschienen. Ich möchte auf etwas hinweisen, Niebieski, ein Roman. Man muss sich vorstellen, obwohl diese Nation Genialitäten hervorgebracht hat, die Masaryk Ranicki in seiner, sag ich mal, osteuropäischen Beschränktheit nicht gesehen hat, wie Witold Gombrowicz ausgezeichnete Prosa, Marek Hłasko, wie auch immer, so ist Dariusz Musza der einzige nach 45,
der sich ähnlich wie Kavafis, sondern aber anders mit Jesus Christus auseinandergesetzt hat und einen Roman hat namens geschrieben hat, Niebieski der Blaue. Und in diesem Roman nicht nur den polnischen Folklorismus, was den Katholizismus angeht, in Polen verarbeitet, sondern auch gnostisch, theologisch, biblisch und das alles unterhaltsam. Wer polnisch liest, kann ich Ihnen nur das Buch empfehlen. Weshalb auch selbst mein Vater hat das Buch genossen, geschweige denn meine Mutter, eine ehemalige Polonistin, also eine Generation von Leszek Szaluga. Nicht einschlafen, Leszek. Insofern gibt es eben auch diese Zweispurigkeit, die wichtig ist. Jetzt kommen wir lieber, Darek, bevor du liest und unser verehrter Herr Hahn, wunderbarer Vorleser und Schauspieler, lesen wird. Jetzt kommen wir endlich zu den Fragen, und das ist meine Psychose, mein Ego, zu den intellektuellen Fragen. Schluss mit Polen, Schluss mit der Erde. Wir sprechen eigentlich jetzt über das, was Literatur ausmacht. Ja, das, was Leszek auch wollte mit seinem Foto. Nun, über deine Einflüsse. Wenige wissen, dass du unheimlich viel über die deutsche Sprache zwar, aber du hast unheimlich viel aus dem skandinavischen Raum übersetzt. Du bist auch ein Übersetzer. Du hast ja auch nicht nur Literatur aus dem deutschen Unterhaltungsliteratur, Normalliteratur, aber du hast auch Märchen, Gedichte und du hast einen großen skandinavischen Einfluss, was den Film betrifft, was die Poesie betrifft. Und dann hast du, und da, das ist auch meine Frage, wie du das verbindest, im Prinzip zwei Idole, und die kommen gar nicht aus Polen. Das ist zum einen Kurt Vonnegut und Doris Lessing mit ihren utopischen Romanen. Deine Bücher sind nämlich eine Art Mischmasch aus Literatur, Utopie, Stanisław Lem, Kurt Vonnegut, Doris Lessing, aber deine eigene Stimme. Im Prinzip kommentierst du das 20. Jahrhundert, aber du gehst über dieses 20. Jahrhundert hinaus. Warum bist du intellektuell so wütend auf die Zivilisation und warum liebst du dennoch so sehr den Menschen? Naja, das ist ziemlich einfach. Ich habe mit meinen polnischen Büchern habe ich einen Teil abgeschlossen von meiner Geschichte. Das heißt, ich habe mich von der Heimat verabschiedet, von der Volksrepublik Polen mit meinem Roman Ludziajat. Und dann von der Religion, wie ich sie sah damals, mit dem Niebieski. Das bedeutet, die wichtigsten Sachen waren erledigt und ich konnte etwas Neues anfangen. Und das hat mich schon als Kind hat mich schon beschäftigt, dass es andere Länder gibt. Es klingt so ein bisschen bescheuert, aber damals durften wir nicht reisen. Nicht ganz. Als Kind habe ich DDR gesehen, weil ich wohnte in der Nähe von der Grenze. Ich bin einer von wenigen Polen, die aus Lebuzaland kommen. Das ist Ziemia Lebuska auf Polnisch. Ich gehöre zu den Übersiedlern bzw. zu den Vertriebenen aus alten, wie soll das Politiker korrekt sein? Naja, aus der Ukraine. Jetzt. Und selbstverständlich, wenn man so eine Geschichte hat, eine riesige Geschichte, wenn man gehört zu den Nomaden, die immer vertrieben wurden, und wenn man ein wenig intellektuell wach ist und wenn man Bücher liest, was habe ich leider getan, ich sollte das nicht tun, aber trotzdem habe ich das getan, da fängt man zu, wenn man an, das zu tun, was ein Mann nie tun sollte, und zwar man fängt an zu denken. Ich habe damals, Doris Lessing kannte ich nicht. Das ist eine großartige Schriftstellerin, aber nicht wegen ihrer Frauengeschichte, sondern geht es nur um fünf Bücher, Canopus in Argos. Und das ist die einzige Nobelpreisträgerin, die das richtig bekommen hat, diesen Nobelpreis. Das ist nach meinem, so wie ich das sehe, ich habe das auch vorausgesagt, in diesem Jahr bekommen sie das. Das war vor Jahren. Und das ist auch ganz klar, wenn man wach bleibt, wenn man Computerspiele spielt in meinem Alter,
Wenn man sich mit moderner Technik auch beschäftigt, außer selbstverständlich Handy, weil Handy ist für Idioten, da schreibt man eben solche Bücher, man sieht mehr. Das ist ganz einfach. Und wenn man noch zusätzlich nach Norwegen sehr oft fährt, wenn man da sieht, wie die Welt aussieht, dass Herrgott ganz in der Nähe ist, da ist alles klar. Plötzlich ist alles klar. Also im Prinzip, lieber Darek, ich werde das jetzt intellektuell, kulturgeschichtlich ein bisschen korrigieren, damit du mir das auch irgendwie verzeihen magst. Ich möchte etwas auf den Punkt bringen. Tadeusz Mucha schreibt keine Science-Fiction. Solaris von Stanisław Lem ist kein Science-Fiction-Roman, sondern ein psychologisches Studium. Dennoch wird er ständig in die Schublade von Science-Fiction getan. Zum anderen muss man sagen, wenn Sie diese Romane von Doris Lessing nicht kennen, dann lesen Sie sie, und es geht eben auch um Frauen, er ist ja kein Chauvinist und so weiter, also das, darum geht es nicht. Aber Doris Lessing hat etwas gemacht, was Stanisław Lem nicht mehr fortsetzen konnte. Sie ist im Prinzip in die Bereiche gegangen wie Giordano Bruno, wie William Blake, wie Czesław Miłosz, wo die Fragen erweitert worden sind, wo man sich gefragt hat, wer hat die Menschheit geschaffen? Was ist mit dem gefallenen Engel namens Adam Kadmos? Was ist mit der Gnosis? Was ist mit dem Christentum? Elementare Fragen. Und da stellen Sie sich vor, diese Doris Lessing schreibt solche Romane und beobachtet die Menschheit und fragt sich, sollen wir sie vernichten, weil sie gerade Auschwitz und Gashenne und sonst was entwickelt haben. Und Tadeusz Mucha benutzt in seiner Literatur gewisse stilistische Mittel, um die Zeit zu kommentieren. In der Literatur sind die Zeit und der Raum die schwierigsten Begriffe, kaum beschreibbar, kaum benennbar. Welche Autoren machen das noch? Tadeusz Mucha macht das. Deshalb freue ich mich jetzt, lieber Darek, dass du uns Gedichte auf Polnisch vorlesen wirst. Zwei Gedichte und auch einen Teil deiner deutschsprachigen Literatur. Und ich freue mich, dass unser verehrter Schauspieler, Herr Hahn, auch deine Literatur interpretieren wird. Und ich in meiner Psychose verschwinde jetzt völlig. Haben Sie viel Spaß. Jetzt habe ich endlich ein bisschen Zeit bekommen, um zu zeigen, dass ich auch ein Ego habe. Ist zwar nicht so riesig, naja, aber ich komme aus einer Kleinstadt, da bin ich entschuldigt. Ich bestrafe euch mit Gedichten. Gibt es überhaupt in diesem Saal Personen, die kein Polnisch sprechen? Hände hoch. 1, 2, 3, 4. Da mache ich die Ausnahme und ich werde das gleichzeitig auf Deutsch und Polnisch lesen. Gleichzeitig, das bedeutet nicht gleichzeitig. Das heißt zuerst auf Polnisch und dann auf Deutsch. Ich habe nicht erwartet, dass es so viele deutschsprachige Eingeborene gibt, die sich für polnische Literatur interessieren. Aber was soll's, es gibt viele Krankheiten in dieser Welt. Ich lese mein Lieblingsgedicht, aber jetzt wird's ernst. Also, das ist jetzt kein Scherz. Ich lese zwei Gedichte. Also, das ist ein Gedicht, aber... Auf Polnisch. Efraim Krawiec. Szył swój garnitur przez pół wieku z górą, nie krócej, i dobrze się naszykował. Pamiętał suknie, by czarne, holenderskie było, ramiona watowane, szerokie jak ława w Hederze. Nie chciał być za chudy i ciągle zgięty. Podszewka prążkowana, kamizelka, guziki na nóżce. A stary Zinger tak stukał i stukał za solidnymi drzwiami w suterenie. Zagłuszał pojedyncze życie Efraima Krawca. By nie zdążył pomyśleć nawet, by nie zdążył chcieć wszystkiego zostawić. Dotykał kobiet. I zawsze przez materiał. Wtedy były najbardziej gładkie.
i takie bliskie. Szybko odsuwały biodra od pokłutych palców i zębów śmierdzących porannym czosnkiem. Gdy wychodziły, długo pieścił drewnianego manekina i mówił: dziś znowu miała czarną halkę bez koronki, różowy biustonosz. Czy zauważyłeś, Jaszu, Jakubie? O 4:00 po południu położył się na chwilę. Zdążył zapytać: czemu nie dałeś mi skończyć, Szadaj? A już igła zszywała kawałki powietrza w nic. A teraz niemiecka wersja. Efraim der Schneider. Er nähte seinen Anzug ein halbes Jahrhundert lang, nicht kürzer. Und er putzte sich fein heraus. Er dachte an schwarzes, holländisches Tuch, wattierte Schultern, breit wie eine Bank in der Heiderschule, an gestreiftes Satinfutter, Weste und Hornknöpfe. Er wollte nicht zu mager und nicht immer gebeugt sein. Und eine alte Singer klopfte und klopfte hinter der festen Tür im Souterrain und betäubte das einsame Leben des Schneiders, damit Efraim nicht dazu kam, über etwas nachdenken, damit er nicht dazu kam, alles hinter sich lassen zu wollen. Er berührte die Frauen immer nur durch den Stoff, so waren sie am glattesten und so nahe. Sie wichen mit ihren Hüften zurück vor seinen zerstochenen Fingern und vor dem nach morgendlichem Knoblauch stinkenden Mund. Und wenn sie gingen, liebkoste er lange die hölzerne Kleiderpuppe und sprach: heute hatte sie wieder dieses schwarze Unterkleid mit Spitze, rosa Büstenhalter. Hast du das bemerkt, Jascha Jakub? Um 4:00 nachmittags legte er sich nur kurz hin. Er schaffte noch zu fragen: warum lässt du mich das nicht beenden, Shaddai? Und schon nähte eine Nadel Luftstück in nichts. Das waren Gedichte, also ernste Sachen. Ich weiß, dass alle schon müde sind. Doch, 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 ich kenne euch. Ihr kennt euch nicht so gut, wie ich euch kenne. Und ich habe so ein kleines Ego. Und jetzt kommt Bestrafung. Und zwar, ich werde einen Ausschnitt auf Deutsch lesen, aus meinem Buch unter dem Titel Gottes Homepage. Das ist ein Buch für meine deutschen Leser, weil Polen wissen, was Gott ist. Das ist Buch. Gott, das ist Gott. Homepage ist auch bekannt, was das ist. Und Herr Gott hat Homepage. So habe ich mir ausgedacht. Das ist im Grunde ist das, das einzige Buch, deswegen diese Science-Fiction-Geschichte, das ist nur ein Buch über angeblich Science-Fiction-Geschichte. Andere Bücher sind ganz anders. Der Schauspieler wird später auch einen Ausschnitt Anfang aus diesem Buch lesen. Und ich lese aus meinem Buch, ist übrigens bei A1 Verlag erschienen. Das ist auch dieser Verlag, der Corinne Hoffmann verlegt, die Weiße Maasai geschrieben hat. Ist das bekannt? Ja.
Dieses Buch habe ich ins Polnische übersetzt, mache ja ein bisschen Werbung für mich. Zwei von ihren Romanen habe ich ins Polnische übersetzt. Ich war Corinne Hoffmann. Und trotzdem werde ich euch jetzt mit einem Buch, mit einem Ausschnitt aus einem Buch belästigen. Es geht um Folgendes in diesem Buch. Herr Gott hat eine Gottes-Homepage, aber keiner hat Herr Gott gesehen. Und wir haben einen Helden, der heißt Gepin. Und weil er keinen Vornamen hat und aus Russland stammt, angeblich, nennt man ihn Gaspadin Gepin. Das hat, der Redakteur hat sich geirrt, also ich habe das in einem Moment geschrieben, Gaspadin Gepin, also das sollte auf Russisch ein Russe sein, sagt so etwas. Und der deutsche Redakteur, der meinte, ach so, das ist sein Vorname. So sind die unsere Eingeborenen, sie sind so breit, dass sie manchmal Fehler machen. Und der ist 128 Jahre alt. Und er hat in unseren Zeiten gelebt und der lebt weiter und er schreibt ein Buch. Er hat alles gesehen, was jetzt bei uns gelaufen ist und er schreibt ein Geschichtsbuch aus seiner Sicht. Und jetzt wollte ich eine Szene lesen, wie es dazu kam, dass er dieses Buch geschrieben hat. Er hat sich beworben, mein Buch zu schreiben in der Zukunft. Und er wurde nach Oslo geschickt. Das ist, heute ist das die Hauptstadt, für die Unwissenden, das ist die Hauptstadt von Norwegen. Die wird auch in der Zukunft die Hauptstadt von Norwegen bleiben. Es ist andersrum als bei der Europäischen Union. Nicht Brüssel wird die Hauptstadt, sondern Brüssel. Ein Prosaist, ein guter Fang. Am Osloer Flughafen wollte man mir einen Rollstuhl zur Verfügung stellen, aber ich beschwerte mich, dass ich erst vor der vierten Erneuerung stünde, es also nicht nötig sei, mich wie einen Greis zu behandeln. Die Dame in Uniform errötete leicht, entschuldigte sich und gab mir einen Stadtplan. Bevor ich in ein Taxi stieg, warf ich ihn dem Plastikschlucker zum Fraß vor. Ich kannte Oslo von früher. Äußerlich hatte sich die Stadt kaum verändert. Die aus dem 19. und 20. Epoche des Nicht-Regenbogens stammende Architektur war erhalten geblieben. Allerdings hatte man die Stadt unter die Erde verlegt. Statt nach oben wurde in die Tiefe gebaut, was zumindest in diesen geografischen Breiten eher die Ausnahme ist. Aber die Norweger waren schon immer eigenartig, genauso wie ihr Land. Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen, sie neumodisch als Altskandinavier zu bezeichnen. In meinen Ohren klingt das, als wären sie schon vergammelt und röchen nach altem Käse. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ihre Population hat sich in den letzten 50 Jahren dank der Auswanderer aus Sibirien und Nordafrika völlig erneuert. Ihr Land riecht nach Frische. Kein Wunder, sie haben Unmengen von Frischluft zum Atmen. Dafür mussten viele Menschen ihr Leben opfern. Nur wenige Erdlinge wollen sich heute daran erinnern und noch wenige können es. Gedächtnisverlust wurde einst als Krankheit angesehen. Jetzt nennt man ihn die Gnade der Himmelblauen. Pünktlich erreichte ich die Zentralkulturbehörde. Der zuständige Sachbearbeiter wartete schon in der Eingangshalle auf mich. Sein Name war Multer. Dr. Isaac Multer, was mich an Multbären erinnerte. Ein höchst interessanter Nachname, denn normalerweise ist der Staatsdiener nicht erlaubt, Namen aus der Botanikwelt zu verwenden. Vielleicht macht man da bei den skandinavischen Kulturbeamten eine Ausnahme. Wir begrüßten uns, er schaltete seine Zeitung aus, steckte sie in die Tasche seines blauen Sackos und wir gingen zu ihm in den Keller.
Mit dem Aufzug wollte ich nicht fahren. Ich sagte, ich bräuchte etwas Bewegung. Bin ich für euch wirklich so wichtig? Fragte ich ihn unterwegs. Ha! Ja, Herr Göppin, Sie sind für uns ein Schnäppchen, erwiderte Dr. Molter. Es gibt weniger Menschen, die ihre Erinnerungen bewahrt haben und kaum jemanden, der sie noch aufschreiben will. Alle möchten verkabelt werden und ihre Gedanken direkt in den Computer übertragen. Dabei entsteht aber so viel Müll, dass wir die Aufzeichnungen nur nach gründlicher Überarbeitung publizieren können. Und das dauert manchmal Jahre. Außerdem arbeiten unsere Schreiber völlig mechanisch. Und die Kunst geht dabei leider verloren. Beim Tränen bleibt mehr Spreu als Weizen. Sie, Herr Göppin, Sie sind für uns vom Himmel gefallen, wenn ich das so formulieren darf. Und wir werden Sie in den Himmel zurückheben. Das verspreche ich Ihnen. Sie werden reich und berühmt. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ha! Alle, die schreiben, wollen das. Das war eine Warnung. Vielleicht bin ich eine Ausnahme. Dann machen wir aus Ihnen eine Regel. Ich habe gehört, dass ihr dringend Dichter braucht. Herr Göppin, sind Sie vielleicht ein Dichter? Dr. Molter blieb stehen. Er schaute mich so ernsthaft und hoffnungsvoll an, dass ich mich fast schämte, seine Frage verneinen zu müssen. Schade, schade, schade. Aber das macht nichts, sagte Dr. Molter breit lächelnd. Ein Prosaist ist auch ein guter Fang. Prosaist? Ich will doch nur meine Memoiren. Na, na, Herr Göppin, seien Sie bitte nicht so bescheiden. Wir setzten uns in sein Büro. Auf dem Tisch an der Ecke standen sogleich zwei Tassen Kaffee. Als Dr. Molter mir kurz darauf die zweite verbotene Droge anbot, wusste ich, dass alles gut laufen würde, weil ich es mit einem Menschen alten Schlages zu tun hatte. Dann redeten wir über das Geschäftliche. Dr. Molter fragte mich, in welcher Sprache ich zu erzählen beabsichtige, worauf ich antwortete, ich würde immer noch auf Polnisch denken und träumen. Es sei meine erste Muttersprache, fügte ich nach einer Weile hinzu. Die zweite sei Altrussisch, aber die hätte ich schon vergessen. Am liebsten würde ich also meine Memoiren auf Polnisch verfassen. Damit war er nicht einverstanden. Grimmig saß er in seinem gelben Sessel und nippte am Kaffee. Eine solche Sprache gäbe es als Schreibsprache nicht mehr, behauptete er schließlich. Ihre Grammatik sei zu kompliziert, deswegen habe man dafür keine Schreibprogramme entwickelt, die sie unterstützen könnten. Ich kannte solche Programme und protestierte deshalb lautstark. Dr. Molter blieb ungerührt. Und der Rauchmelder? Gab ich zu bedenken, als er mir die Zigarette ansteckte. Ausgeschaltet, erwiderte Dr. Molter, als ob das die einfachste Sache der Welt wäre. Sie müssen eine andere Sprache verwenden, Herr Göppin, sagte er. Wie wäre es zum Beispiel mit Rumänisch, Skandinavisch oder Deutsch? Ja, Deutsch klingt ausgezeichnet, finden Sie nicht? Herr Molter, ich will doch keine Gebrauchsanweisung schreiben. Hat hier jemand irgendwelche Vorurteile gegenüber den Germanen und ihrer fabelhaften Sprache? Wenn ja, dann müsste ich das sofort melden. Nein, natürlich nicht. Ich setzte mich aufrecht. Im Frühjahr wurde ich von der PC-Kommission in meiner Kommune
auf Freundlichkeit gegenüber fremden Lebewesen geprüft und man stellte mir eine Bescheinigung aus, dass ich keine rassistische Neigung habe. Soll ich sie Ihnen zeigen? Danke. Das ist nicht nötig. Ich glaube, Herr Gepin, ich sehe Sie mir an und denke, der gute Mann scheint vergessen zu haben, dass Deutsch einmal die Sprache der Helden und Propheten war. Robert Knoch sprach zum Beispiel Deutsch. Und Jungfrau Rosa, unsere ewig 40-Jährige, tat das auch, bevor sie zu einer Göttin wurde. Das sollten Sie doch wissen, besser als ich. Alles schon gut, aber was hat das mit mir zu tun? Fragte ich verwirrt. Herr Gepin, mein lieber Herr Gepin, wollen Sie wirklich, dass ich Ihnen diese Frage beantworte? Naja, ich sehe, haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht, sagte ich. Was ist aber mit Anglos? Was ist mit unserer täglichen Sprache, die uns allen so heilig ist? Warum darf ich sie nicht verwenden? Anglos können Sie sich abschminken, sagte Dr. Mulder. Jeder, der die Tastatur einigermaßen bedienen kann, will in Anglos schreiben. Dann erklärte er, es gebe immer weniger Schreibende, die sich für die drei erwähnten Sprachen interessierten, was ihn persönlich sehr wundere, weil er diese Sprachen besonders schätze. Schließlich erläuterte er die Schwierigkeiten, falls ich mich für die ersten beiden Sprachen entscheiden würde. Für Rumänisch müsste ich 5 Jahre auf eine freie Erzählerwohnung warten und für Skandinavisch sogar 8. Mit Deutsch wäre die Sache völlig unproblematisch. Die Wohnung stehe leer und ich könne sofort einziehen. Es war nicht schwer zu erraten, worauf er hinaus wollte. Als ich ihm scherzhaft vorwarf, ein mieser Erpresser zu sein, lachte er nur. Auch mein Hinweis, Deutsch sei so gut wie ausgestorben, es gebe kaum Erdlinge, die dieser Sprache mächtig seien, und es würde sich für keinen denkenden Menschen oder Geklonten lohnen, die Sprache zu reanimieren, brachte Dr. Mulder nicht aus dem Konzept. Er stimmte allem zu, was ich gesagt hatte, beharrte aber darauf, dass ich Deutsch verwenden solle. Die Nibiskis wollen nicht, dass diese Sprache von der Bildfläche verschwindet, sagte er. Das gehört zu ihrem Plan. Als ich ihm zu widersprechen versuchte, erklärte er noch, er wisse, es sei nicht immer so gewesen, aber man ändere häufig die Pläne. Die Himmelblauen seien wohl lernfähiger und großzügiger, als man nach der Landung behauptet habe. Naja, in dieser Beziehung sind die Erdlinge viel traditioneller, bemerkte ich trocken. Eine Weile schwiegen wir, danach drückte ich die Zigarette im Aschenbecher aus und sagte, ich könnte ja zu Hause schreiben, dafür bräuchte ich keine Erzählerwohnung. Was sagen Sie dazu? Dr. Mulder blickte mich verwundert an. Sie meinen das wirklich ernst? Sagte er. Ich nickte und er begann zu lachen. Sie wissen doch, dass das nicht geht, sagte er mit Nachdruck, als er sich beruhigt hatte. Unsere Speer würden Sie nur lokalisieren und entsorgen. Es ist nicht erlaubt, in Mietshäusern Literatur zu betreiben. Dafür sind die Erzählerwohnungen bestimmt. Sie sind zu jung und zu klug, um entsorgt zu werden. Das sage ich Ihnen als Freund. Außerdem, denken Sie bitte auch an Ihre Frau. Wollen Sie sie wirklich verlieren? Ich bat um eine Zigarette. Dr. Mulder wollte mir aber keine mehr geben. Ist Ihr Daumencomputer in der Lage, simultan zu übersetzen? Fragte er. Nein, es ist ein altes Modell. Mach's nicht. Ich habe hier ein uraltes Programm. Grammatik und Rechtschreibung sind schon drin. Sogar ein kleines Synonymwörterbuch ist vorhanden. Dr. Mulder griff in die unterste Schublade seines Schreibtisches. Das werden Sie brauchen.
sagte er und reichte mir ein Päckchen. Denken Sie, wie Sie wollen. Auf Anglos oder meinetwegen auf Polnisch. Doch schreiben dürfen Sie nur auf Deutsch. Ist das klar? Ich habe mich doch nicht entschieden. Dr. Multer warf einen kurzen Blick auf seine Taschenuhr, die mit einer Kette am Westenknopfloch befestigt war, und sagte grinsend, Ihre Zukunft, mein lieber Herr Geppin, wurde gerade geschrieben. Wie denn? Sie können nicht mehr zurück. Ihre Wohnung wurde aufgelöst. Ich schwieg eine Weile, dann sagte ich, und was ist mit Freya, was ist mit meiner Frau? Es klang ein wenig dramatisch. Soviel ich weiß, fühlt sie sich recht wohl. Ich habe vor einer Stunde mit ihr telefoniert. Sie ist bereits unterwegs zu neuer Wohnung. Und wo soll sie die sein? Sie werden staunen, was wir für sie vorbereitet haben. Bekomme ich jetzt eine Zigarette? Er gab mir eine ganze Stange. Lassen Sie sich aber nicht erwischen, sagte er. Die Todesstrafe fürs Rauchen wurde zwar seit 10 Jahren nicht mehr verhängt, aber man weiß ja nie. Es wäre schade, wenn man gerade mit Ihnen wieder damit anfangen würde. Ich riss die Verpackung auf und verstaute die Zigarettenpäckchen im Geheimfach meiner Reisetasche. Wir gingen essen. Dr. Multer bestellte Krabben und Hummer. Dazu eine Flasche spanischen Branntwein, alles künstlich, aber köstlich. Er wusste, wie man angehende Autoren verführt. Wir bleiben in Verbindung, lallte er beim Abschied. Ja, das werden wir wohl tun müssen, dachte ich, während ich das Flugzeug bestieg. Kurze Zeit später betrachtete ich die Wolken von oben. Ich war der einzige Passagier. Vergeblich wartete ich auf eine Stewardess. Mit weit geöffneten Augen flog ich direkt in den Himmel. Danke sehr. Bitte ich meinen geschätzten Kollegen, dass er auch einen Ausschnitt aus dem Roman, einen kürzeren Ausschnitt, Anfang von dem Roman. Bitte sehr. Im Zeitalter des Regenbogens, so fängt es an. Wir schreiben, er schreibt, das Jahr des 48. Violetts. Früher, vor der Landung oder vor dem Herausschlüpfen, wie manche es bezeichnen, haben wir lediglich Zahlen verwendet, um den Verlauf der Zeit zu begreifen und unsere Ängste vor Zerfall und Tod zu verbergen. Jetzt gibt es keinen Tod mehr und wir mischen Zahlen mit Farben. Mir gefällt das nicht besonders. Malern und Mathematikern darf man nie zu sehr vertrauen. Ich bin altmodisch wie Computer der 4. Generation oder eine Mehrwegflasche. Ich gestehe aber, dass es mir bisweilen Spaß macht, die neue Zeitbezeichnung zu gebrauchen. Insofern kann ich ohne Scham sagen, ich bin 128 Jahre grau. Ein gefährliches Alter für einen Menschen, wie man weiß. Noch gefährlicher, falls es sich um einen echten handelt. Für Geklonte dagegen ein undenkbares. Die Erde bleibt nach wie vor der 3. Planet unseres Sonnensystems, in dem es bekanntlich 12 Planeten gibt. Unsere Tante Clara scheint müde zu sein. Wie lange sie noch mitmacht, ist ungewiss. Für eine Sonne hat auch sie ein gefährliches Alter erreicht. Daher planen die Niebieskis, wie sich die Himmelblauen in ihrer Sprache nennen, schon die nächste Ausdehnung des Multiversums.
Hoffentlich werde ich das nicht mehr erleben müssen. Die zwei, bei denen ich dabei war, haben mich nachdenklich gemacht. Ich bin der Meinung, man sollte die Sache anders angehen. Die Fortpflanzung der Planeten und Sterne darf man auf keinen Fall den Technikern und Philosophen überlassen. Zu viel könnte dabei in die Hose gehen. Niebieskis tragen keine Hosen. Unterhemden tragen sie auch nicht. Von Natur aus sind sie so ausgestattet, dass sie überhaupt nichts zum Anziehen brauchen. In dieser Hinsicht sind sie also vollkommen. Wie einst südamerikanische Lamas oder holländische Kühe. Doch die Niebieskis sind überheblich geworden. Und das war auch nicht anders zu erwarten. Vor langer, langer Zeit schufen sie den Menschen ihnen zum Bilde, wie auf Gottes Homepage zu lesen ist. Dann waren die Menschen an der Reihe, sich schöpferisch zu betätigen, und sie schufen die Niebieskis ihnen zum Bilde. Als das geschehen war, stellte sich heraus, dass die Erde erschöpft und dünn besiedelt war. Also begann man eifrig zu klonen. Dabei ist zu viel Schrott entstanden, besonders am Anfang. Jetzt hat man angeblich das Klonverfahren völlig im Griff und stellt ausschließlich Qualitätsprodukte her. Mal sehen, wie lange das noch dauern wird. Mal sehen. Ein Echter braucht 3 Liter Wasser am Tag, ein Geklonter dagegen die doppelte Menge, um zu funktionieren. Wenn ein Klon versäumt, regelmäßig seine Ration Wasser zu sich zu nehmen, altert er rapide. Die Ursache hierfür liegt auf der Hand. Kühlung und Schadstoffausscheidung versagen. Zum Glück haben wir Wasser in Hülle und Fülle. Nach dem letzten großen Schmelzen sind die Erdozeane voluminöser geworden und gelten als unerschöpflich. Unsere Zerstörer der Ionenverbindungen arbeiten Tag und Nacht auf vollen Touren und entsalzen Meerwasser. Wasser aus Entsalzungsanlagen ist aber kein Erzeugnis für Feinschmecker. Und die alte Sonne? Ja, was ist mit unserer Sonne? Wenn es nach mir ginge, würde ich sie auf der Stelle ausknipsen. Wenn Menschen sich anstrengen, können sie in der Nacht notdürftig sehen. Geklonte und Niebieskis dagegen nicht. Dafür brauchen sie Hilfsgeräte. Ein solches Hilfsgerät ist billiger als eine gebrauchte Siedlerwohnung auf dem Mond. Es ist schön, immer noch ein Mensch zu sein. Es ist schön, richtig zu ticken. Am schönsten aber ist es, keine Flügel zu haben und trotzdem fliegen zu können. Das kommt gar nicht in Frage. Sie, Herr Hahn, werden lesen, natürlich. Und jetzt kommt Musik.